Das israelische Militär hat am Sonntag erneut Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut geflogen. Damit hat Israel den intensiven Beschuss der libanesischen Hauptstadt fortgesetzt, mit dem das Militär nach eigenen Angaben Ziele der Hisbollah ins Visier nimmt. Es erklärte, Kampfjets hätten Ziele in Beirut getroffen, die zum Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes und zu Waffenlagern gehörten. Die Angriffe richteten sich demnach auch gegen die Hisbollah im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene. Der Beschuss erfolgte nach einem Raketenangriff der Hisbollah auf die israelische Stadt Haifa, bei dem laut örtlicher Polizei 10 Menschen verletzt wurden. Diese meldete Schäden an Gebäuden und mehrere leicht verletzte Personen. Das Bombardement erfolgte am Vorabend des ersten Jahrestages des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober. Der darauf folgende Krieg hat weltweit Proteste ausgelöst und schürt die Angst vor einem weitaus größeren Krieg im Nahen Osten. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind laut dortiger Gesundheitsbehörde bisher mindestens 41.909 Palästinenser getötet und mehr als doppelt so viele verletzt worden. Am Montag gingen anlässlich des Jahrestages in Jerusalem und Tel Aviv Menschen auf die Straße. Sie erinnerten an die nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Todesopfer des Überfalls und forderten die Befreiung der noch von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Auch die Hisbollah hat ihre Luftangriffe weiter fortgesetzt. Am Montag gingen Raketen über dem Norden Israels nieder. Die Gruppierung gab an, sie habe auch Tel Aviv mit Raketen beschossen. Das israelische Militär teilte am Montag mit, im gesamten Zentrum des Landes herrsche Luftalarm. Außerdem sei es gelungen, am frühen Morgen 2 von Osten heranfliegende Drohnen abzufangen. Darüber hinaus sei bei Kämpfen an der libanesischen Grenze ein israelischer Soldat getötet worden, 2 weitere seien schwer verletzt.